Ja, moin zusammen. In der letzten Folge sind wir ja auf die Suche gegangen nach Bienen und haben natürlich auch welche gefunden. Was heißt natürlich? Ja, wir haben welche gefunden. Ich habe euch gezeigt, wie man sie mitnehmen kann, beziehungsweise wie man ja einen Wildbienenstock umsiedelt in einen portablen Bienenstock. In der Zwischenzeit habe ich hier ein bisschen nachgebessert, die Bienenstöcke mal ein bisschen drapiert, habe Blumen drumherum gesetzt. So, jetzt ernten wir mal einen Bienenstock. Und zwar, wenn man mit dem Mauszeiger drüber geht, sieht man, ob es ein leerer oder ein bevölkerter Bienenstock ist. In diesem Fall ist es ein leerer. Hier ist ein bevölkerter Bienenstock. Wird erst in ein paar Tagen ausschwärmen und ist noch nicht erntefähig. Das ist wichtig, weil wenn ihr einen Bienenstock, der nicht erntefähig ist, ernten wollt, dann werdet ihr euch da, ja, das ist vergebene Liebesmühe, sagen wir es mal so. Okay, ich habe aber einen erntefähigen, und zwar diesen hier. Mauszeiger drüber fährt, kann man das oben auch lesen. Musik ein bisschen dämpfen. Das ist mir zu laut. Ja, also, wenn man mit dem Mauszeiger drüber fährt, steht oben in der Beschreibung, wenn man es aktiviert hat, dass er erntefähig ist. Man sieht es aber auch an diesem kleinen Quadrat hier. Das ist so hellorange. Wohingegen ein normaler Bevölkerter, der noch nicht erntefähig ist, so, ja, matschgrau würde ich fast sagen, ist. Und somit klar erkennbar, was ist oder was sein soll. Okay, zum Ernten. Mit einem Schwert oder ähnlichem draufhauen. Und in diesem Fall haben wir Glück gehabt. Es waren keine Bienen drin, die sich angegriffen gefühlt haben. Andernfalls habe ich mir eine Strohpuppe hier hingestellt. Solltet ihr einen Bienenstock ernten und da kommen auf einmal wütende Bienen auf euch zu, lauft zu dieser Strohpuppe. Und bleibt da ganz kurz stehen und dann könnt ihr euch entfernen. Dann werden die Bienen diese Strohpuppe weiter attackieren und ihr könnt in Ruhe weitermachen, was ihr machen wolltet. Wenn ihr einen Bienenstock entfernt, solltet ihr ihn auch gleich wieder ersetzen, damit es weitergehen kann mit eurer Bienenproduktion. Ah, hier ist noch einer erntefähig geworden, seht ihr? Auch hier haben wir jetzt Glück. Keine wütenden Bienen. Glück im Unglück, würde ich sagen, weil eigentlich wollte ich euch demonstrieren, was man machen kann oder soll. Ist nicht schlimm. Wird sich nochmal ergeben und dann werde ich das nachholen. Okay, also, wenn es geht, sofort ersetzen, damit es munter weitergehen kann mit der Produktion. Ja. Der ist bevölkert, der ist noch leer. Also was ihr auf keinen Fall machen solltet, ist alles leerräumen und keine bevölkerten Bienenstöcke übrig lassen. Denn dann könnt ihr euch wieder auf die Suche nach einem Wildbienenstock machen, um wieder von vorne anzufangen. Also nicht alles abräumen, sondern ein bisschen Geduld aufweisen und etwas warten. So, du
Vogel, gieß mir auf den Sender. Ich will hier gar nicht haben. Kann ich hier gar nicht gebrauchen. Okay. So. Ich will noch gerade meine überschüssigen Bambus loswerden. Und jetzt geht es an die Ernte vom Honig, von den Bienenwaben. Dazu brauchen wir einen Eimer oder ein Fass. Eimer ist am einfachsten. Wir fahren mit dem Mauszeiger über die Honigwaben. Jetzt müssen wir erstmal gerade was essen, sonst gibt es gleich wieder Damage. Gut. So. Also mit dem Mauszeiger bis zu den Honigwaben hinhocken, also sprich die Umschalttaste drücken und dann mit der rechten Maustaste auf den Eimer zielen. Und dann wird der Honig automatisch in den Eimer entleert. Und zurück bleiben eigentlich nur noch die Waben. Beziehungsweise das Wachs. So. Alles weg? Ja. Habe ich hier noch irgendwo? Gut. Ja, ich bin ein bisschen durcheinander gekommen mit den Kisten. Ich musste für die Bienenstöcke musste ich Platz schaffen und bin dementsprechend jetzt ein bisschen durcheinander mit meinen Sachen. Den Honig. Den Honig kann man essen. Und zwar mit einer Schüssel. Stehen. Ja, aus einer Tonschüssel. Ne? Da kann man sich dann portionsweise den Honig da rausnehmen. Wie gesagt, essbar, aber ich meine, da wäre auch noch eine andere Option zur Heilung mit in Verbindung mit bestimmten Gräsern. Aber dazu können wir später kommen. Jetzt Honig haben wir abgebaut. Wir haben hier das Wachs. Bienenwachs, 15 Einheiten. Sehr schön. Wir brauchen, na gut, ich kenne das Rezept auswendig, aber für euch nochmal mit dem Mauszeiger über das Bienenwachs, H drücken und dann wird uns schon gleich angezeigt, was wir damit machen können. Ja? Wir können entweder einen gebrannten Topf machen oder wir können Kerzen erstellen. Das machen wir jetzt auch. Also. Tak, 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 tak. Zack. 5 Kerzen. Sehr schön. Weiter im Text. Was brauchen wir noch für Kerzen? Wir benötigen... für Lampen. Wir benötigen Platten. Jetzt ist es so, dass ich hier schon Barren vorbereitet habe, natürlich. Wie man schmilzt, habe ich euch schon gezeigt. Jetzt Schmiede hatten wir auch schon mal mit dem Sägeblatt, aber auch hier können wir jetzt nochmal schmieden. Also Umschalttaste, Brennstoff anwählen und dann mit der rechten Maustaste auf den Ofen klicken. Beziehungsweise auf den Schmiedeofen. So. Jetzt holen wir uns eine Fackel an die Hand. Wieder Umschalttaste, also crouchen, rechte Maustaste, bis der Ofen glüht. Sehr schön. Jetzt holen wir uns 2 Blei, Kupferblei, Barren. Die müssen jetzt durchheizen. Rotglühend werden.
In der Zwischenzeit, ich habe da mal was vorbereitet, können wir mal eine Laterne bauen. So. Ich muss gerade ein bisschen experimentieren. Ne, wir müssen erst. Da ist es. Wir müssen erst die. So. Quarzglas herstellen. Machen wir mal 10 Stück. Jo. Wir möchten eine Kupferbleilaterne machen. Aber mit Futter. Warum mit Futter? Doch nehmen können. Okay. Ja, also. Laterne. Zack. Quarz. Bleiplatte. So, das wäre jetzt die Standard Kupferbleilaterne mit einer Lichtstufe von 18. Jetzt ist es aber so, dass man eine Silberplatte mit einbauen kann, so in diesem Rezept. Und wenn man das tut, erhält man eine Laterne mit der Lichtstufe 20, was natürlich schon mal 2 Stufen besser ist. Eine Fackel hat Lichtstufe 14. Also, ne, da sieht man schon einen deutlichen Unterschied. Okay, zu empfehlen ist das allerdings nicht bei jeder Laterne. Also, ich benutze diese verstärkten, besseren Laternen immer nur natürlich für die Offhand. Ist klar, wenn ich irgendwie unterwegs bin, dann brauche ich keine normalen Fackeln mehr. Eventuell leuchte ich damit mit den verbesserten dann auch noch Gegenden aus, wo ich viel unterwegs bin oder viel machen möchte, wo ich weit gucken möchte, temporär. Aber grundsätzlich gesehen, wenn ich die Außenanlagen beleuchte, dann, also dass ich mir einen Weg ausleuchte oder in Höhlen irgendwas mal ausleuchte, dann reichen mir eigentlich die Standard-Laternen aus. Da brauche ich das gute Silber dann nicht verjuxen. Ne? In diesem Fall, da das meine Offhand-Laterne werden soll, ja, man hat sofort einen Unterschied gesehen hier. Sofort von der Helligkeit ganz anders geworden. Ja. So. Das war das. Ah, jetzt hier unser Eisen, beziehungsweise unser Bronze ist jetzt durchgeheizt. Jetzt können wir, wo habe ich denn hier, irgendwo hatte ich hier dann noch kein Glas mehr. Ist ja merkwürdig. Ich hätte schwören können. Ich hätte noch Glas. Na gut, dann lassen wir das mal hier. Das brauche ich noch. Okay. Schmieden. Schmiedehammer haben wir. Wir nehmen die durchgeheizten Bronze und platzieren die. In diesem Fall haben wir Bleibronze gewählt.
Also Kupfer, Bronze, so. Kupfer, Blei, Bronze. Ganz richtig. So, guten Morgen. Naja, also, die lässt eigentlich nur eine Kupfer-Blei-Platte zu. Das ist schon mal nicht schlecht. Und wir brauchen immer zwei für eine Platte. Deswegen platziere ich gleich den zweiten Barren mit oben drauf. Wähle meinen Hammer. Und jetzt sehe ich schon, ich habe hier dieses Raster, wie ich die Blöcke zu verteilen habe. Wenn ich jetzt F drücke, dann kann ich die Richtung bestimmen, in die die Blöcke geschoben werden sollen durch den Hammerbeschlag. Ja. So, dass ich immer eins der grünen Kästchen gefüllt bekomme. Quasi. Und so muss ich jedes einzelne grüne Kästchen füllen, damit ich ja, unterm Strich dann alles ausgefüllt habe und ich eine passende Platte habe. Man muss aufpassen. In der Voreinstellung ist meistens diese Funktion gewählt und das ist teilen, also abspalten. Und das ist natürlich äußerst unglücklich, weil dann ist das weg. Wenn man dann ein Bergstück hat, das was man gerade bearbeitet, und dann fehlen einem ein, zwei dieser Blöcke hier, um sein Bergstück zu vollenden, das kann schon mal zu argen Frust führen, wenn man noch gerade in der Anfangszeit noch nicht so viel Klamotten da hat. Also seid sehr vorsichtig und gewissenhaft, bevor ihr anfangt zu kloppen. Prüft erstmal, ob ihr überhaupt alle Voraussetzungen dafür habt, loslegen zu können. Ja, das ist alles ein bisschen mühselig. Wir werden in absehbarer Zeit auch dahin gehen, uns Erleichterung verschaffen, indem wir eine automatische Schmiede mal bauen. Diese automatische Schmiede kann bis dato Platten automatisch machen. Ob da noch irgendwas zukommt, was automatisiert werden kann, weiß ich nicht, aber es ist schon mal eine starke Erleichterung, wenn man einfach nur durchgeglühtes Material auf den Amboss schmeißen muss, auswählen muss, dass man eine Platte haben möchte.
Und dann geht die Post ab. Aber, wie gesagt, später mal. Was heißt später mal? Ich denke mal so in 5, 6 Folgen. Circa. So, wir nähern uns dem Ende. Zack. So, ihr seht, also ich habe jetzt das Teilen gewählt. Und wenn ich dann auf ein Klötzchen haue, ist es weg. Zack. Die überschüssigen Komponenten, die müssen auch immer entfernt werden. Sonst bekommt ihr das Werkstück nicht. Ja, und wir sehen, da ist unsere Kupferbleibplatte. Daraus könnten wir jetzt sofort wieder eine Laterne machen. Das tun wir jetzt auch einmal. Wunderbar. Und die kann man jetzt entsprechend irgendwo platzieren. Ups. Zum Beispiel hier. Okay. Ja, das soll es fürs heute, fürs erste gewesen sein, was zum Thema Laterne war. Wir haben als Nebeneffekt erfahren, wie wir Honig generieren, was wir mit Bienenstöcken machen können. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen weitergebracht. Wenn es euch gefallen hat, lasst gern ein Like oder ein Abo da. Wenn Fragen sind, stellt sie im Kommentar. Ich werde darauf eingehen, so gut ich kann. Und ansonsten würde ich mich freuen, wenn auch beim nächsten Mal wieder Leute von euch da reingucken und sich die Videos anschauen. Und ich würde sagen, wir verbleiben bis dahin. Tschüssikowski.